Ich begrüße euch zu meinem 15. Themenvideo aus der Reihe Denk mal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Klima und Umwelt. Seit einiger Zeit herrscht in Deutschland eine künstliche Hysterie. Der medial überbewertete Klimawandel, welcher vonstatten geht, ist vor allem natürlich und nicht schwerpunktmäßig menschengemacht. Was allerdings die vermeintliche Beschleunigung der Erderwärmungstendenz angeht, sofern sie existent sein sollte, so wäre diese auf die Zerstörung der Natur durch Abholzung von Wäldern, das sind nämlich natürliche Bäume und CO2-Verbraucher, und auf das stattdessen Aufstellen von Windkrafträdern zurückzuführen. Es wird behauptet, dass 97% aller Wissenschaftler bestätigen würden, dass der Klimawandel menschengemacht sei. Im Mittelalter haben 97% der Wissenschaftler öffentlich kundgetan, dass die Erde eine Scheibe sei. Wer sich dem Rand der Welt nähert, fällt heraus. Alle Wissenschaftler, welche behauptet haben, die Erde sei eine Kugel, wurden der Ketzerei angeklagt und hatten mit einer Hinrichtung zu rechnen. Viele unter diesen 97% wussten die Wahrheit, haben aus Selbstschutz nach der Masse geredet oder blieben stumm. Der Unterschied heute ist, dass Wissenschaftler, welche die Wahrheit sagen, das Ende ihrer Karriere sehen. Das Existenzielle aus. Nur mal überlegen, wer damals Recht hatte und wer im Unrecht war. Heute ist das offensichtlich nicht anders. In den Jahren 2018 und 2019 waren sicherlich heiße Sommer. Beide Sommer waren jedoch nicht annähernd so heiß wie zum Beispiel 2003. So wie es zwischenzeitlich wieder kühler wurde, wird es auch ohne eine Umstellung unseres Lebens wieder selber normal werden. Auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes kann man einsehen, an welchen Orten seit Aufzeichnung in welcher Häufigkeit die Temperaturen gemessen wurden. Parallel dazu kann man entnehmen, wie sich die Orte der Messungen verändert haben, ländlich zu städtisch, und wie viele Messstationen wann hinzugekommen sind. Die Vergleichswerte dieser Daten zeigen, dass bei den Statistiken zur Wetterentwicklung Äpfel mit Birnen verglichen werden. Abgesehen davon, dass bei einigen Messungen punktuell einige Messstationen unberücksichtigt blieben, welche die Endergebnisse verbessert ausgewiesen hätten. Den Link zum Deutschen Wetterdienst werde ich in die Videobeschreibung setzen. Was hat es mit Klimaschutz zu tun, wenn wir unsere energieerzeugenden Kraftwerke mit der höchsten Sicherheit und den saubersten Filtersystemen auf der Welt abschalten und dann Strom aus dem umliegenden Ausland aufkaufen, in denen sowohl Sicherheit als auch die Filterung der Dreckstoffe nur mangelhaft geregelt ist? Abgesehen davon, dass in diesen unsauberen und unsichereren Kraftwerken wegen unserem Wahnsinn jetzt auch noch mehr, nämlich für uns mit, produziert werden muss. Umweltschutz macht an der Ländergrenze nicht Stopp. Zum Thema Energie findest du oben unter dem i ein Video. Hinterfragen wir aber mal, was es für einen Sinn macht, dass wir in Deutschland das Weltklima ändern wollen. Ist das überhaupt möglich? Die Erde hat eine Gesamtoberfläche von 510 Millionen 100.000 Quadratkilometer. Wohlweislich ist Atmosphäre sowohl auf Land als auch auf See. Die Klimaveränderung würde also alles einschließen. Deutschland nimmt mit seinen 357.386 Quadratkilometer gerade mal 0,07% der Erdoberfläche ein. Da wir nicht aufhören können zu atmen, ist eine Herabsetzung des CO2 auf Null nicht möglich. Selbst wenn es möglich wäre, könnte Deutschland nichts ändern. Größer gedacht, die EU hat eine Fläche von 4.476.000 Quadratkilometer. Das sind 0,88% der Erdoberfläche. Somit sind selbst alle Bemühungen der EU nichts wert. Selbst nicht, wenn alle Mitgliedstaaten der EU sich beteiligen würden. Deutschland und die EU kann sich anschließen, wenn Russland, Großbritannien, China und die USA gemeinsam ein solches Projekt starten. EU oder Deutschland als Vorreiter wird nichts außer Kosten verursachen. Anstelle einen solchen Unsinn zu forcieren, sollten wir vielmehr unsere Umwelt schützen und mit unseren Ressourcen vernünftiger umgehen. Wenn wir Bäume fällen, zumindest in den derzeitigen Mengen, mag es einigen Wirtschaftsbereichen zugutekommen. Die Möglichkeit, das CO2 natürlich abzubauen, wird mit jedem gefällten Baum herabgesetzt. Möglicherweise stellt die Bonpflicht eine Prävention gegen Steuerhinterziehung dar. Ist es aber vernünftig, wenn für mehr Steuereinnahmen Bäume gefällt werden,
und die Umwelt beschädigt wird? Daran zweifle ich. Ein Video zum Thema Steuern findest du oben unter dem i. Es bedarf Richtlinien für Kunststoffe, sodass diese garantiert recycelt werden können. Materialverbindungen, Farben und Kunststoffe gehören reglementiert, um eine Entsorgung in den Weltmeeren zu vermeiden. Es ist bestimmt nicht falsch, die Bevölkerung für Umweltschutz zu sensibilisieren. Ist es aber nötig, dafür mit Weltuntergangsszenarien zu operieren? Wenn man alles glaubt, was bisher propagiert wurde, zumeist aus der Seite der Grünen, leben wir bereits seit 10 Jahren in einer Eiszeit. Stattdessen wird ein Weltuntergang wegen Erderwärmung versucht zu verkaufen. Das Schlimmste jedoch ist, dass für diese ideologisch geprägten Ziele vor Kindesmissbrauch eines kranken Mädchens nicht zurückgeschreckt wird. Es ist unvernünftig, wenn man die Umwelt zerstört, um einem Ziel nachzurennen, welches unerfüllbar ist. Es ist unverantwortlich und unethisch, Kinder für ideologische Zwecke zu missbrauchen. Außer Acht gelassen wird hier, dass für den Anbau von Palmöl riesige Landstriche der Regenwälder gerodet werden. Nicht nur, dass durch diese Abholzung eine Menge natürliche CO2-Verbraucher plötzlich weg sind, es wird auch die natürliche Klimaregulierung durch die Regenwälder verhindert. Unterdessen wird aus Palmöl gewonnener Biodiesel in die Luft gejagt und der CO2- und Partikelausstoß dadurch erhöht. Biodiesel produziert mehr Luftabfall als regulärer Dieselkraftstoff. Windkrafträder verunstalten nicht nur unsere Landschaft, sondern sie sind für den Tod von Vögeln und Fledermäusen verantwortlich. Zudem werden für den Ausbau von Windparks ganze Landstriche gerodet, was vielen Tieren und Insekten die Lebensgrundlage entzieht. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass Windkraftanlagen mindestens 1 Kilometer vom nächsten bewohnten Haus Abstand bewahren muss, schon wegen dem Infraschall. Besser wäre, wenn anstelle von Windkraft ausschließlich auf Solarenergie gesetzt würde, zumindest was die erneuerbaren Energien angeht. So würde die Umwelt erheblich weniger geschädigt werden. Zum Thema Tierschutz wird noch ein gesondertes Video kommen. Ganze Bienenvölker sind bereits ausgerottet wegen der Rodung von Naturflächen. Die Produktion von Honig, Bienenwachs und vergleichbarer Produkte stagniert. Es sollte viel mehr auf unsere Umwelt geachtet werden, anstelle wegen einer Klimahysterie die Bienenpopulation zu gefährden und die Landschaft zu zerstören. Eine zerstörte Artenvielfalt ist irgendwann nicht mehr zu korrigieren. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg.